Somebody to die. Ist das der Anfang von einer grossen Liebe? Das fragen sich seit dem Montagabend Tausende von Bachelor-Fans. Blick.ch hat Raphael Beutel und seine auserwählte Belinda am Tag danach getroffen und nachgehakt. Als Zuschauer muss ich sagen, bin ich gestern nicht ganz draus gekommen, weil Raphael hat gesagt, er hat sich in dich verliebt in der Sendung. Und Belinda hat gesagt, merci für dein Herz. Das ist eigentlich, ich liebe dich, danke. Ist doch schön, man muss sich doch bedanken. Er hat sich das mittlerweile ein bisschen, in eine eindeutige Position gerückt. Also bist du jetzt auch verliebt in Raphael? Also wir wollen das jetzt einfach im Moment, oder ich will das im Moment einfach gar nicht wirklich benennen, weil es ist sehr schwer. Also es ist wirklich sehr schwer, das Ganze, eben, Dreharbeiten, du hast überall immer Kamera, schon mal dort irgendwie das etwas entwickeln. Also dass sich etwas entwickeln kann, ist klar, aber für mich ist das nicht... noch nicht eine Basis, dass man einfach nach dem Finale sagen kann, wow, jetzt sind wir zusammen, nächstes Jahr heiraten wir, oder weiss nicht was. Aber trotzdem, der Raphael kann es benennen, er sagt, er ist verliebt. Ist das eine Zurückweisung für dich, wenn das jetzt Belinda noch nicht so in eine Schublade stecken will? Ja, die Frage ist ja, jetzt oder dann? Und das, was du gestern gesehen hast, ist ja 3 Monate her, oder? Und natürlich nach 6 Wochen, wenn du 6 Wochen miteinander zusammen eine Produktion machst und zusammen arbeitest, Tag und Nacht, off on cam, erlebst du sehr viele Sachen, sehr viele Emotionen. Und die hat durchaus Schmetterlinge im Bauch gehabt. Und das war eine Verliebtheit da gewesen. Ich sage gewesen, weil es ist, ich sage, die Schmetterlinge sind immer noch da. Aber in dieser intensiven Zeit bist du einfach nur emotional und sagst, wow, das ist es. Und dann verliebst du dich ein bisschen. Jetzt sind es 3 Monate, 3 Monate sind vergangen. Wie gesagt, wir haben es fast nie gesehen. Es fühlt sich immer noch gut an, wir verstehen es mega gut. Und der Status ist, wir sind nicht in einer Beziehung, ganz klar. Aber wir schauen mit dem, also wir sagen jetzt nicht, das ist jetzt nichts, wir gehen getrennte Wege, wir wollen schauen und lassen es passieren. Und wir sind eher spontan, beide zusammen, und wir sehen, wie es kommt. Darum zu deiner Zurückweisung, jetzt, dann zumal eben, hat sie das Messi gesagt, und jetzt ist es so, wir haben beide die gleiche Ansicht, also ist völlig okay. Und damals, wo sie dir gesagt hat, danke vielmals für dein Herz. Ehrlich gesagt, ich habe das Herz gehört und dachte, wow. Und mehr nicht, das ist einfach, es sind so viele Emotionen, da habe ich das Merci, das habe ich überspielt, da dachte, das wollte ich gar nicht hören. Sie meint sicher, ja, ich liebe dich auch, und Herz, wow, tipptopp. Aber so ist es gegangen. Es ist also alles noch offen. Blick.ch bleibt auf jeden Fall für sie an dieser Geschichte dran.